dürfen die Gardisten uns nicht mehr das Rückgrat brechen. Olfi sieht das auch so. Die Gardisten mit den spitzen Schuhen tun Olfis Rücken weh. Okay, wir sind uns also einig, dass die Gardisten vorsichtiger über unsere Rücken gehen müssen. Das bringt uns doch schon etwas weiter. Beim nächsten Mal wählen wir einen neuen Vorsitzenden. Was macht die denn hier? Ich habe euch gerne gedient, aber wie ihr wisst, gehe ich nächstes Jahr in Rente. Meine Frau und ich wollen endlich einen Malkurs belegen. Wie süß. Die expressionistische Brücke. Ich nominiere Pilar. Für eine Abkürzung. Klasse. Aber Pilar, du weißt doch, dass man sich nicht selbst nominieren darf. Möchte sonst jemand unsere resolute Pilar als Vorsitzende nominieren? Nein. Olfi will dich, Waddles. Wer hätte gedacht, dass ein einfacher Brückentroll von einem kleinen... Muss der Wind sein. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sollen wir unser Ziegenkonsum im... Gib jetzt das geheime Klopfzeichen. Und? Saboteur, du gehörst nicht zur Gilde. Kusch! Beim nächsten Mal wählen wir einen neuen Vorsitzenden. Voilà! Und das geheime Klopfzeichen. Und? Falsch geklopft, falsch gedacht. Man sollte meinen, wer eine so große Kopf hat. Eichhörnchen, sie widern mich an. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sollen wir unser Ziegenkonsumembargo aufheben? Ich sehne mich nach gebratener Ziegenkeule mit einem leckeren Raclette. Pilla, jeder weiß doch, dass es keine Ziegen mehr in Daventry gibt. Nur noch Einhörner. Olfi, sowas gibt es gar nicht. Ich hab's doch genau gesehen. Olfi, er hat dich übers Ohr gehauen, du Trottel. Aber alle anderen nennen sie doch auch Einhörner. Keine Zeit, Olfi muss zurück zur Sitzung. Ich bin es leid, ihm ständig aufzumachen. Besser er beeilt sich. Er ist bestimmt gleich wieder zurück. Er muss lernen, seine Zeit besser einzuteilen. Das Klopfzeichen. Und das Losungswort. Brück dich. Très bien. Olfi, ich muss dich jetzt bitten, bei der Sitzung zu bleiben, bis wir fertig sind. Solange ich das Losungswort weiß, müsst ihr mich reinlassen. Wieso hast du dir aus... Voilà. Und das geheime Klopfzeichen. Ja, und? Ja, und? Du gehörst nicht zu uns. Man sollte meinen, wer eine so große Kopf hat. Jetzt das geheime Klopfzeichen. Dann? Ja, und? Weiter. Jetzt sag das Losungswort. Brück dich? Das ist korrekt. Moment. Ey, du siehst nicht aus wie ein Troll. Du siehst aus wie ein Bulle.
Sehr schmackhaft. Das ist kein Bulle, das ist ein Brückenbeutler. Und Olfis Freund. Lass ihn rein, Pilar. Er ist ein Repräsentant der Gilde von Luedor. Ich habe gehört, dass die Luedor-Brückengilde ein Haufen ungestümer und Olde ist. Jede Verhandlung endet bei ihnen mit einer Schlägerei. Willkommen, Freund. Tritt ein. Werter Herr Brückenbeutler, Repräsentant von Luedor. Als Vorsitzender der Brückentrollgilde von Daventry sage ich willkommen bei dieser Sitzung. Ich freue mich auf die Einblicke eines Außenseiters in unsere Streiksituation. Solange er auf meiner Seite ist, ist alles gut. Ich bin es leid, das Volk von Daventry zu tragen. Und damit darum alle Trollhorn-Mundstücke einkassiert. Sie können nicht mehr verwendet werden. Du liebe Güte, Pilar, das ist aber recht drastisch. Non. Nicht drastisch genug. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir nicht mehr nach ihrer Pfeife tanzen. Daventry hat seine Brücken abgebrochen. Und ich werde sämtliche Hörner in Brand stecken und zerstören. Wo sind deine Hörner, Pilar? Meine sind schon auf dem Hügel, wo ich auch diese hinbringen werde. Alle werden sie brennen sehen. Du Neuling, gib mir das, womit du gerufen wirst. Auch du gehörst dazu. Seltsam. Ich dachte, Luedor hätte andere Hörner als wir. Gut. Der nächste Punkt der Tagesordnung ist unsere Verhandlungstaktik. Mit welcher Strategie wollen wir die Gardisten davon abhalten, auf unseren Rücken rumzutrampeln? Oh, sie sollen barfuß laufen, ohne scharfe Absätze. Ich finde, wir sollten ihnen die Beine abbeißen, damit sie kriechen müssen. Gut, zwei sehr interessante Ansätze. Aber wir müssen eine Option finden, die für alle Seiten tragbar ist. Was meinst du, Brückenbeutler? Ich halte es damit, Olfi. Danke. Sehr gut, Kumpel. Verstanden. Weiter zum nächsten Punkt. Olfi, nächste Woche bist du mit den Snacks an der Reihe. Wollen wir Süßes oder Salziges? Olfi mag es lieber süß. Olfi, du bist sowas von unkultiviert. Mein Gaumen verträgt nur Herzhaftes. Das sind beides gute Argumente. Aber wir müssen uns einigen. Was meinst du, Brückenbeutler? Also ich bin auch eher für Süßes. Süß ist lecker. Ein glücklicher Magen versüßt das Leben. Nächstes Thema. Wir müssen das Motiv für unsere Teamjacken aussuchen. Der Schneider kann nicht mehr warten. Olfi mag das Logo mit dem Einhorn, dem Schmetterling und dem Text... Wir bauen Brücken in die Zukunft. No. Unsere Jacken müssen spektakulär aussehen. Sie sollen möglichst auffällig und einprägsam sein. Ich bin für menschenfressende Trolle mit dem Slogan Troll wie Groll. Okay, beides gute Ideen, aber wir müssen uns jetzt auf eine Schiene einigen. Was meinst du, Brückenbeutler? Ich bin Olfis Meinung. Ich liebe Schmetterlinge und Einhörner. Nichts geht über eine Brücke der Freundschaft. Nächster Punkt, Verhandlungstaktik. Die Gardisten sollen vorsichtiger gehen. Sie sollen barfuß laufen. Wir beißen ihre Beine ab und sie kriechen rüber. Leute, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Olfi hat recht. Toll. Weiter zum nächsten Punkt. Wollen wir nächste Woche süße oder salzige Snacks? Oh, süß. Salzig. Wir scheinen immer an denselben Punkten festzuhängen. Richtig. Waddles hat recht. Wir wiederholen uns. Ich nehme mein Horn und gehe, bis das geklärt ist.
nicht, Kamerad. Wenn du deine Meinung änderst, wir sind hier. Mir fehlte etwas. Ich musste irgendwie die Sitzung mit Waddles und Olfis Hornmundstücken verlassen. Ohne das Losungswort gibt es keinen Einlass. Brück dich? Das ist korrekt. Moment. Na toll, der Neuling ist zurück. Très bien. Schmeiß einfach rein, womit sie dich rufen und wir verbrennen es. Seltsam. Ich dachte, Luedor hätte andere Örner als wir. Nächster Punkt. Verhandlungstaktik. Die Gardisten sollen vorsichtiger gehen. Sie sollen barfuß laufen. Wir beißen ihre Beine ab und sie kriechen rüber. Leute, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Richtig. Waddles hat recht. Wir wiederholen uns. Ich nehme mein Horn und gehe, bis das geklärt ist. Geh nicht, Kamerad. Wenn du deine Meinung änderst, wir sind hier. Mir fehlte etwas. Ich musste irgendwie die Sitzung mit Waddles und Olfis Hornmundstücken verlassen. Ohne das Losungswort gibt es keinen Einlass. Brück dich? Das ist korrekt. Moment. Na toll, der Neuling ist zurück. Très bien. Schmeiß einfach rein, womit sie dich rufen und wir verbrennen es. Wie süß. Eine kleine Glocke für eine kleine Nasenbeutler. Nächster Punkt. Verhandlungstaktik. Die Gardisten sollen vorsichtiger gehen. Sie sollen barfuß laufen. Wir beißen ihre Beine ab und sie kriechen rüber. Leute, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Richtig. Waddles hat recht. Wir wiederholen uns. Ich nehme mein Horn und gehe, bis das geklärt ist. Wir sollten diese Sitzung lieber vertagen. Ich hatte sie ausgetrickst. Die Glocke hatte keinen Wert für mich, aber Waddles Horn würde mir neue Wege eröffnen. Es war nicht das richtige Mundstück für dieses Horn. Das war das falsche Mundstück für dieses Horn.